Auf den ersten Blick eine Schafherde, wie man sie in Bayern öfter sieht. Merino-Schafe, weiße und braune Bergschafe, Schwarzkopfschafe. Doch halt, wer genau hinschaut, entdeckt sie. Die großen Schwarzen mit der weißen Blässe im Gesicht und den weißen Socken. Zwartblässschafe. Ursprünglich kommt die seltene Rasse aus den Niederlanden. Bei Züchterin Marianne Hobmeier haben ein paar dieser Tiere ein Zuhause gefunden. Ihre erste Begegnung mit diesen Schafen hatte sie bei einer Bundesschau in Leipzig. Ich habe nicht gewusst, wie die heißen, ich habe nicht gewusst, wo die her sind, was das ist, aber sie haben mich sofort fasziniert. Ich habe die Schafe gesehen und war hin und weg und habe gesagt, die muss ich haben, die brauche ich. 2 Jahre dauerte es, bis die gelernte Landwirtin ihre ersten 5 Zwartblässschafe über Umwege aus Holland nach Bayern holen konnte. Die Fleischrasse war hierzulande einfach nicht bekannt. Mittlerweile gibt es 3 eingetragene Züchter in Bayern. Marianne Hobmeier ist eine von ihnen. Das ist jetzt ein rassetypischer Zwartblässbock. So muss er ausschauen. Die durchgehende Blässe, aber nicht weiter wie bis zu den Ohren vorn. Der weiße Fleck am Hals, den muss er nicht haben, aber er darf ihn haben. Die vorderen Füße weiß müssen auch nicht sein, dürfen aber sein. Die hinteren müssen weiß sein, aber höchstens bis zum Gelenk. Und der Schwanz, der muss auch unten weiß sein, aber nicht mehr als die Hälfte. Das ist ein rassetypischer Zwartblässbock. So wünscht man sich einen Verehrer. Ein Bock hat eine Höhe von ca. 85 cm und bringt bis zu 130 Kilo auf die Waage. Diesen Bock hat sie selbst gezogen. Er steht jetzt zum Verkauf. 400 bis 450 Euro kostet ein zugelassenes Zuchttier. Mutterschafe erreichen eine Höhe von ca. 75 cm und ein Gewicht von 75 bis 100 Kilo. Die Zwerbles sind einfach gute Muttern. Die lammen sie leicht, kriegen oft Drillinge, mehr öfter als wie ein Einling. Ziehen den Drilling auch auf, da gibt es nichts, die haben genug Müll, bringen sie in den Tee. Sie geben wirklich alles für die Lämmer, die geben sie selber auf für die Lämmer, aber sie holen sie ja ganz schnell wieder. Wenn das Lampi weg ist, dann kommen sie wieder. Die Mutter dieser Lämmer allerdings hat die Geburt nicht überlebt. Deshalb übernimmt Marianne Hobmeier jetzt die Mutterpflichten. Das war für mich ein bisschen traurig, weil das ja eins von den ersten Mutterschafen war, die ich mir gekauft habe. Aber sie hat so viele Lämmer gehabt schon und das dritte hat es auch nicht geschafft. Es waren ursprünglich 3. Aber ich freue mich sehr, dass sie halt die 2 geschafft haben. Sie hat es nicht mehr gepackt, tut mir leid, aber es ist halt so gewesen. Deshalb bekommen die Lämmer Milch aus der Flasche und dazu Kraftfutter. Selbst angebaute Gerste, Weizen und Hafer. Die Tiere nehmen kräftig zu, bis zu 400 Gramm am Tag. Mit 4 bis 8 Monaten geht es dann meist zum Schlachter. Aber nicht für alle. Die beiden Flaschenlämmer, Marie und Rosalie, werden heute abgeholt. Manuel Numberger hat sich die beiden als Ergänzung zu seiner Herde ausgesucht. Er wird nun der 4. Zwartblässzüchter in Bayern sein. Ja, so schön, die Lampe. Ja, ich habe mich für die Rasse entschieden, weil mir die rein vom Optischen schon sehr gut gefallen, mit einer Zeichnung, weil es eine robuste, genügsame Rasse ist und weil speziell jetzt die beiden noch zutraulicher sind und dies somit der Beginn für meine Zucht ist. Ohne Zuchtpapiere und Ohrmarken allerdings dürfen die Tiere nicht übergeben werden. 150 Euro kostet ein nicht perfekt gezeichnetes Lamm, bis zu 200 Euro ein weibliches Tier für die Zucht. Gut. Passt. Tschüss, servus. Die Tiere, die es nicht in die Zucht schaffen, landen auf dem Teller. Denn neben ihrer außergewöhnlichen Optik sind die Zwartbläs auch gute Fleischlieferanten. Das Besondere am Zwartblässfleisch, wenig Oberflächenfett. Das Fett ist eher im Muskel und ist sehr zart. Also ganz schnell zubereitet in der Pfanne. Backofen oder auf den Grill schmeißen, ist egal. Und vor allen Dingen ist es super gut. Auch die Wolle und die Felle werden verwertet und an Privatleute verkauft. Fazit: Das Zwartbläss ist eine vielseitige, robuste Fleischrasse.
Egal ob als Lammsteak auf dem Teller oder als Rasenmäher auf der Weide. Die Schafe mit den weißen Socken sind für Direktvermarkter bestens geeignet. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.